Die US-Regierung hat wegen der EU-Subventionen für Airbus Strafzölle für eine Reihe von Waren aus der EU angekündigt. Sie sollen vom 18. Oktober an gelten und Importe im Wert von etwa 7,5 Milliarden Dollar betreffen. Vor allem aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Die Welthandelsorganisation hatte die Strafzölle gestern genehmigt. Eine ähnliche Entscheidung wird allerdings auch bald umgekehrt erwartet wegen der US-Subventionen für Boeing. Für den innenpolitisch unter Druck stehenden Präsidenten ist die WTO-Entscheidung eine willkommene Erfolgsmeldung. Trump twittert, die USA haben von der Welthandelsorganisation einen 7,5 Milliarden Dollar Schiedsspruch gegen die EU bekommen. Diese behandelt die USA seit vielen Jahren schlecht, mittels Zöllen und Handelsschranken. Trump hat keinen Zweifel, der Erfolg ist vor allem sein Verdienst. Das war ein großer Sieg für die USA. Das hatten sie mit früheren Präsidenten nicht. Stimmt's? Wir haben oft gewonnen bei der WTO, seit ich im Amt bin. Aber dieses Verfahren begann doch vor 15 Jahren. Entschuldigung, wir gewinnen jetzt, weil die WTO denkt, ich würde sie nicht mögen. Die wollen, dass ich glücklich bin. Weil die EU den Flugzeugbauer Airbus rechtswidrig subventioniert habe, sprachen WTO-Schlichter den USA das Recht zu, Strafzölle von bis zu 100% auf EU-Waren zu erheben. Die Trump-Regierung will nun vor allem die Airbus-Herstellerländer Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien treffen. Unter anderem für Käse und Wein, Oliven und Whisky sollen ab dem 18. Oktober 25% Strafzölle gelten. Die EU bedauert, dass die USA anscheinend entschieden haben, zusätzliche Zölle auf Einfuhren aus der EU zu verhängen. Dies ist ein Schritt, der vor allem US-Verbraucher und Firmen trifft und Versuche erschwert, eine Einigung zu erzielen. Die US-Regierung betont, man habe bewusst nicht zu den maximal möglichen Strafzöllen von 100% gegriffen. Dennoch muss Deutschland nun mit Exportverlusten von jährlich 2 Milliarden Euro rechnen.